Okay, in diesem Video erkläre ich euch, was es bedeutet, wenn der Taschenrechner was mit E anzeigt. Okay, wir machen vielleicht ein kleines Beispiel. In Deutschland gibt es ungefähr 80 Millionen Menschen. Wir nehmen mal eine krumme Zahl. 80 Millionen ist ja was mit 6 Nullen normalerweise. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen kommen da also noch hinter. Ich habe jetzt mal genommen 80 Millionen 123.456 Menschen. Hätten wir in Deutschland und davon mal ist ungefähr die Hälfte Frauen, also mal 0,5. Ja, Enter. Und da haben wir den Salat. Der Taschenrechner zeigt was an. 4,00617 und dann kommt dieses komische E und dann eine 7. Vielleicht mal erst ganz einfach, was mache ich in so einem Fall? E7 bedeutet für uns, wir müssen das Komma verschieben. Und zwar um 7 Stellen nach rechts. Ja? E7, also einfache Chose, wir verschieben das Komma um 7 Stellen nach rechts. Ich habe das hier mal in so einer alten Taschenrechner-Anzeigeschrift geschrieben. Das bedeutet für uns 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ziehen wir uns noch zwei unsichtbare Nullen von hier weg. Und dann haben wir es um 7 Stellen verschoben. Also, ich schreibe das hier nochmal an. 4, 0, 0, 6, 1, 7, 0, 0. Also, kommen wir vorher hier. Und dann haben wir es hier verschoben. Eine Stelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, vorher war es hier, jetzt ist es hier hinten. Ich mache die dummen Pfeile mal wieder weg, weil die nämlich blöd aussehen. So, und jetzt schreiben wir das gerne in diesen Dreierpaketen oder machen da Punkte dazwischen. So, so. Das heißt, die 4 packe ich hier vorne mal wieder hin. Das bedeutet, unsere Zahl, die wir jetzt hier oben haben, die uns der Taschenrechner so komisch angegeben hat, bedeutet, dass das 40 Millionen sind. 61.700 Menschen. Ja? Der Taschenrechner gibt das so ein bisschen kompliziert an, einfach um Platz zu sparen, weil es halt auch noch wesentlich größere Zahlen gibt, die dann möglicherweise nicht auf das Display drauf passen. Okay, jetzt gibt es auch den Fall, dass der Taschenrechner was mit Minus, also E minus irgendwas anzeigt. Ich habe mal als Beispiel genommen 3,13 E minus 5. Das bedeutet eigentlich, nichts anderes, als dass wir das Komma jetzt um 5 Stellen nach links verschieben müssen. 3,13 haben wir da im Augenblick stehen. Wir verschieben das Komma um 5 Stellen nach links. 1, 2, 3, 4, 5, also hier hin. Vor die 3 müssen wir dann entsprechend Nullen packen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das Komma ist jetzt halt um 5 Stellen gewandert. Also diese Zahl hier 0,0000313 gibt der Taschenrechner möglicherweise so an 3,13 E-5. Wenn euch interessiert, was das eigentlich zu bedeuten hat und wie das zustande kommt, dann könnt ihr weiter gucken, wenn ihr das Gefühl habt, ich bin jetzt schon mehr als ausgelastet und mein Gehirn explodiert sonst, dann macht er aus. Das Geheimnis, was hinter den E-Zahlen steckt, sind im Prinzip Zehnerpotenzen. Zehnerpotenzen, das heißt, das sind 10 hoch irgendwas Zahlen. Ich habe hier schon mal aufgeschrieben 10 hoch 2, das ist das gleiche wie 10 mal 10. Oder 10 zum Quadrat kann man auch sagen. Und das ist das gleiche wie 100. Ich probiere mal so eine Reihe. Also 10 hoch 1, das wäre das gleiche wie 10. Dann würde ich hier hinten als Ergebnis auch 10 aufschreiben. Weil ich da ja gar nicht rechnen muss. 10 hoch 3. Das wären 10 mal 10 mal 10. 10 mal 10 mal 10, das ist das gleiche wie 1000. So, 10 hoch 4 passt gerade noch auf die Tafel. 10 hoch
4, das ist 10 mal 10 mal 10 mal 10. Und das wäre das gleiche wie 10.000. Nach unten hin geht das Ganze weiter mit 10 hoch 0 als erstes. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, gebt ihr das einfach in den Taschenrechner ein. Der Taschenrechner wird zu eurer Überraschung wahrscheinlich eine 1 ausspucken. Also 10 hoch 0 ist genau 1. Und als nächstes kommt 10 hoch minus 1. 10 hoch minus 1, auch das können wir in den Taschenrechner eingeben. Der Taschenrechner wird uns verraten, dass das 0,1 ist. 10 hoch minus 1 bedeutet folgendes. Wir rechnen 1 geteilt durch 10 hoch 1. Ja? Also das wäre in unserem Fall 1 geteilt durch 10. Und 1 geteilt durch 10 ist 1 Zehntel, das sind 0,1. 10 hoch minus 2, das wären 1, also dieses Minuszeichen heißt immer, dass der Exponent oder diese Potenz, dass sie unter den Bruch kommt. Also 1 geteilt durch minus unter den Bruchstrich 10 hoch 2. 10 hoch 2 ist nichts anderes als 10 mal 10. Und dann hätten wir hier ein Hundertstel. Und das ist nichts anderes als 0,01. Und jetzt wieder der Bezug zu den E-Zahlen auf dem Taschenrechner. Dieses E hier steht für Exponent. Exponent ist eine Hochzahl. Da geht es um Zehnerpotenzen. Ja? Wenn der Taschenrechner sagt, irgendeine Zahl und dann E7, dann sagt er im Prinzip mal 10 hoch 7. Also hier unsere Zahl war ja 4,00617. Da hat man schon herausgefunden, das sind ungefähr 40 Millionen. Also die Hälfte der Menschen in Deutschland sind halt ungefähr Männer. Und diese 40 Millionen drückt er so aus, das bedeutet, das ist nichts anderes als 4,00617. Und dieses E7, damit meint der Taschenrechner 10 hoch 7. Ja? Also 4,00617 mal 10 hoch 7, das ist die Zahl, die er uns angibt. Ich mache hier mal so ein Ist-Gleich-Zeichen davor. Und dann haben wir diese Zehnerpotenz schon verstanden. Wenn der jetzt, was war die Zahl aus dem anderen Beispiel? Keine Ahnung, 3,13 mal 10 hoch minus 5 uns angibt, dann bedeutet das nichts anderes, als dass wir hier 10 hoch minus 5 nehmen. Das wäre ja noch 3 Etagen tiefer. Da würde dann die 1 erst an der 5. Stelle hinter dem Komma kommen. Das bedeutet, wir müssen das Komma nach rechts verschieben um 5 Stellen und dann steht da 0,00, jetzt nicht vertun, 313, also Komma um 5 Stellen verschoben, 1, 2, 3, 4, 5, das ist das, was der Taschenrechner uns sagen möchte mit 3,13 E minus 5.